So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind wieder zurück in Hildburghausen. Wir haben ja heute 11 Uhr und 34 Sekunden direkt den Mega Brutalanda Community Raid gemacht, weil in Birkenfeld einer aufgegangen ist. Jetzt ist es 12.23 Uhr, der andere lädt gerade hoch, den habe ich schnell geschnitten. Und das ist jetzt Zekrom. Warte mal. Kommando zurück, es ist genau andersrum. Wir haben Zekrom gemacht in Birkenfeld und jetzt sind wir bei Mega Brutalanda. Oh mein Gott, das ist aber jetzt peinlich. Nee, egal. Wir stehen jetzt hier am Schachbretttisch, den kennt ihr vielleicht. Da haben wir schon einige Community Raids gemacht. Das ist das, was da hier hinter mir steht. Hier sind nämlich schön Bänke, da kann man sich hinsetzen. Hier wird sicherlich auch mal gegrillt, ne, bei den Anwohnern. Hier sind nämlich auch so Blocks drumherum. Da habe ich mir extra einen Beutel mitgenommen, weil es total nass ist. Das ist der Schachbretttisch. Eine richtig schöne Arena, wie ich finde. Und wie ihr sehen, ist der Rocketballon jetzt auch hier direkt auf dem Mega-Bruder. Das ist ein Krypto-Mega-Bruder-Lander vom Team Rocket. Das müssen wir besiegen. Hier sitzt auch wieder ein Dratini, was leider kein Shiny ist. Fürs Video wäre es cool, ansonsten braucht man es ja eigentlich nicht. Und wir gehen mal kurz jetzt auf YouTube in die Liste, auf den Community-Tab, denn ich möchte euch zeigen, wen wir heute einladen. Ich habe auch wieder eine Konter-Übersicht, eine Konter-Grafik gepostet zu Mega Brutalanda. Wir sehen, nehmt Eis. Eis gegen Drache, Eis gegen Flug. Das Ding ist Drache und Flug, das passt also sehr gut. Habe auch geschrieben, wer ein Croissant findet, darf es behalten. Wer hat das Croissant gefunden? Hier Bild 3 von 5 ist ein Croissant, ein Mega-Croissant von Mega Brutalanda. Hatte NetGhost gestern in den Fanchat gepostet. Wollte ich hier unbedingt mit aufnehmen. Ansonsten habt ihr hier 5 verschiedene Infografiken, die ich alle nicht so toll finde. Also lassen wir einfach das Croissant drauf. So, wen laden wir ein? Hier steht 12.30 Uhr, Mega Brutalanda, Schachbretttisch. Ich gehe mal hier drauf. Auf Neueste zuerst und wir haben Henry Niki, Trainer Sir Ups, Snap, Borki, Excavator, sind die 5 vom ersten Account. Und dann Carsten, Karate Reptil, Linus, Premium, Sins, Science und Flama. Flama ist der letzte. Wer hat es nicht geschafft? Niklas. So, der hat auch einen viel zu langen Namen. Da denkt man, der Name ist schon der Trainercode, aber der ist nicht so. Ich werde jetzt adden, ich werde die alle aufschreiben. Es sind noch 5 Minuten, dann werden wir gleich den Raid machen. Und ich möchte auch heute meinen Mega-Brutalanda selber entwickeln. Wieder ein männliches, ein weibliches, ein Shiny, ein 100er. Und das werden wir gleich hier machen. Dazu habe ich vorhin schon bei einem Fan-Raid an einem teilgenommen, dass ich genügend Energie habe, 2 zu entwickeln. Dazu aber gleich mehr. So, es ist 31, ich habe es jetzt leider vorher nicht mehr geschafft mit dem Entwickeln. Ich musste noch 3 Leute adden auf dem Samyang-Account. Hab denen auch geschrieben, dass sie bitte annehmen sollen. Ich gehe jetzt mal ganz langsam und vorsichtig auf die Arena. Wir werfen mal den Pass ein. Ich mache wieder eine private Gruppe, bei beiden natürlich jetzt einen Premium-Pass, weil ich meinen freien ja schon ausgegeben habe. Ich schmeiß die ein, private Gruppe erstellen, Smet, Katz, Katz. Und fangen wir hier drüben mal an. Da müssten nämlich die sein, die sowieso immer auf meiner Liste sind. Carsten, Henry, Borgi, Trainer, so Ups, Linus. Und jetzt bin ich gespannt, ob alle angenommen haben. Excavator, Flama, Premium, Sins, Snap. Also momentan fehlt noch einer. Premium, Sins, Flama. Irgendeiner war dazwischen. Irgendeiner war dazwischen, den habe ich gelesen, weiß ich gerade nicht. Ich werde es gleich nochmal probieren, wenn ich nochmal drauf gehe. Ich kann jetzt einfach nach Sortierung und sehen immer noch nicht. Karate-Reptil, genau, jetzt habe ich, habe doch die eingespeichert, den Namen. Also Snap, Karate-Reptil, Flama, Premium Snins, Sins, die wären es gewesen. Karate-Reptil fehlt noch, wir sind jetzt bei 60 Sekunden. Ich stelle es schon mal auf öffentlich. Ich gehe nochmal rauf und gucke nochmal, ob ich Karate finde. Ich habe bei KA nur Katsuma Tiger und Kairo drin. Hat also noch nicht angenommen. Also ich würde, wenn ich 12.30 Uhr einlade, dann wenigstens 12.29 Uhr spätestens gucken, ob da nicht was ist, was mich einlädt. Ja, das ist jetzt wieder... Ei, 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 ei. Er ist immer noch nicht da.
Jetzt kann ich auch nicht mehr einladen. Wir haben hier auf dem rechten Account Marmutel, Knackrack Marmutel, Rayquaza, Mewtwo Marmutel. Mewtwo hat sicherlich Eisstrahl. Und auf dem Main Account Flampivian, Rexblizzard, was eigentlich Mega Rexblizzard werden soll, muss, ist ein gepushtes 50er, glaube ich. Nochmal Flampivian, nochmal Marmutel und Flampivian. Also da kommen die Flampivian-Armee zum Einsatz. Ich habe heute aus dem Fanray, den ich gemacht habe, 225 Mega-Energie bekommen. Ihr braucht 200 Mega-Energie wieder zum Entwickeln, dass ihr aus eurem Bruderlander ein Mega-Bruderlander machen könnt. Eigentlich würde es reichen, wenn ihr einen einzelnen Mega-Bruderlander-Raid macht, 200 Energie bekommt, das heißt, selbst wenn ihr nicht am schnellsten seid, statt 225 noch 200 bekommt, müsste das ausreichen, dass ihr eins entwickeln könnt. Also am besten lieber statt mit 5 Einladenden, mit 10 Einladenden spielen, so zum Beispiel wie heute Abend ab 18 Uhr im Stream, wer da noch Hilfe braucht. Und wenn ihr es einmal entwickeln habt, dann könnt ihr es ja eh alle paar Tage dann kostenlos entwickeln, nach Abklingzeit oder damit laufen und Mega-Energie sammeln. Ist auch jetzt eigentlich ein cooler, starker Angreifer, aber hat halt so viel Schwäche, dass wir den gut bezwingen können. Der hat... Wer ist denn Ingrid? Ist Ingrid etwa Karate-Reptil? Hat jetzt geschrieben, 34 angenommen. Aber halb haben wir doch schon eingeladen, beziehungsweise ich habe sogar erst 32 eingeladen. Hat leider jetzt nicht mehr gepasst, vielleicht beim nächsten. In der Raid-Gruppe habe ich gesehen... In der Raid-Gruppe habe ich gesehen, dass etliche auch schon Mega Bruderlander gepostet haben. Also guckt mal in die Raid-Gruppe rein, wenn ihr noch da Hilfe braucht oder 18 Uhr im Stream. Hier gibt es sogar 250 Mega-Energie. Verwundert mich ein bisschen, weil wir waren 20 Leute und haben nur 225 bekommen. Und jetzt sind wir 12 Leute gewesen oder irgendwas und kriegen direkt... 15 waren wir, glaube ich, und kriegen direkt hier... 250 Energie, das ist sogar noch besser, denn ich brauche immer noch ein bisschen. Ich brauche eigentlich 400 mindestens, weil ich ja immer männlich-weiblich entwickeln möchte. So, den Account kann ich eigentlich weglegen erstmal. Der lenkt mich nämlich ab. Wir wollen jetzt hier hin und wollen jetzt bei dem... Hier ist halt alles nass, egal, ich hänge mich jetzt hier drauf. So, den haben wir jetzt, der ist nicht gut, oder? 2 Sterne, das ist nix. Wir haben jetzt schon über 500 Energie. Jetzt möchte ich aber mal 4 Sternchen und Brutalander eingeben. Und da seht ihr meine Brutalander-Armee, die ich so habe. Männlich, weiblich, shiny 100 will ich ja immer machen. Was mein persönliches Highlight ist, ist immer noch dieses Glücks-Shiny 100% Brutalander, also Schlundo. Was wir damals am Kindwurm C-Day, ich habe einfach mein höchstes Shiny entwickelt. Dann hat das die C-Day-Attacke gehabt. Pupsi hat ihr höchstes Shiny entwickelt. C-Day-Attacke gehabt. Und wir waren Glücksfreunde, haben einen Glückstausch gemacht am 13.04. Und es ist einfach ein 100% Shiny Lucky bei mir geworden. Das möchte ich zum Beispiel entwickeln. Das ist ein weibliches. Das heißt, ich brauche auch noch ein männliches. Finde ich hier noch ein männliches. Das ist auch durch einen Tausch entstanden, ist auch weiblich. Das ist männlich mit 3,7. Das ist auch männlich. Das ist weiblich. Das ist weiblich. Ich nehme einfach also hier dieses ganz normale. Obwohl, kann ich mir auch jetzt wieder entscheiden. Nehme ich das, weil es Glücks ist? Oder nehme ich das, was kein Glücks ist? Das lässt sich leichter hochziehen. Ist also günstiger zum Hochziehen. Wir nehmen also das. Wir entwickeln jetzt einfach einmal ein männliches 100%iges und dann entwickeln wir das weibliche Shiny hinterher und dann seht ihr beides genau wie es aussieht, nur dass halt durch Zufall das weibliche Shiny auch ein 100%iges ist. So, jetzt steht es hier da, den kann ich jederzeit erhöhen, aber das sieht irgendwie, weiß ich nicht, es ist kleiner geworden, ja, es ist geschrumpft. Das ist doch ein richtig fettes Biest und jetzt hat sie so ein komisches Jetpack mit einer Sichel drauf. Also, da finde ich, sah es vorher irgendwie besser aus. Hier ist so ein dicker, fetter Drachen und dann auf einmal, naja, so zu futuristisch, zukunftsartig. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, aber auf den Decks, ja, auf den, seht ihr im Megadecks, das Lucky wird eh nie angezeigt. Wir haben jetzt hier also männlich, brauchen noch weiblich. Das ist das, worauf es mir ankommt. Also nehmen wir jetzt dieses hier für 200, entwickeln das auch noch. Das ist ja auf 50, da seht ihr auch die maximalen WP.
die es erreichen kann, die hier mit 5600 dastehen. Und es hat natürlich auch die grüne Farbe übernommen. Da ist das mega Bruderlander, 100% Glücks. Also wer immer fragt, hast du irgendwelche 100% Glücksscheinis? Da ist eins, jetzt auch mit Mega-Entwicklung. Ansonsten, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon einen Mega-Bruderlander-Raid gemacht? Wie findet ihr den neuen Raid-Boss? Habt ihr den mal im Duo probiert? Dürftet durch die Vierfach-Schwäche vielleicht sogar im Duo gehen? Kommt auf euch natürlich an und was ihr so habt. Nehmt mal mit, ich habe wieder ein Ziel, was ich jeden Tag entwickeln kann, bis es Stufe 3 hat und dann mal gucken, was damit passiert. Design gefällt mir trotzdem jetzt nicht so gut. Das, guck doch mal, wie vorne die Hände sind. Die Beine sind klein. Das sieht halt wirklich merkwürdig aus. Ich habe mir das irgendwie cooler und brutaler vorgestellt, aber ja. Das ist halt Bruderlander. Haltet ihn in Erinnerung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.